du solltest sie doch in einer Papierding binden. Seit wann hast du ja auch nicht, ne? Warum versuchst du uns dann zu töten? Ja, und jetzt? Es ist der Verband oder gebannt. Das heißt? Du musst jetzt den Kamm nehmen und... Oh. Was brauche ich, schwarzen Zucker? Für das andere, da wo die Figur doch war. Vielleicht noch das anzünden, da wo du doch das Wasser hingestellt hast. Da war doch auch noch was. Ne, ein Streichholz und so brauche ich ja dafür. Hast du ja. Hast du ein Streichholz drin, oder? So, der ist jetzt gebannt. Das heißt, der dürfte uns nicht mehr verfolgen. Oh. Ja gut. Dich mache ich auch noch kalt. Hoffentlich. Kann nur rausfinden, was du magst. Nein. 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 Nein! Fuck it! Die Tür. Das ist ja auch ein scheiß Dämon. Der kann einfach überall durchglitschen. Und du kannst nicht flitzen, außer zwei Schritte. Wenn du einen Geist siehst, renn. Ich würde ja rennen, wenn er mal rennen würde. Ich bin in Safe Room. Du dürftest mich eigentlich nichts machen dürfen. Ja, zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht es anders aus. Wenn jetzt wisst, wo ich mal noch mit dem Wasser. Na, jetzt hast du ja Streich zwei Hölzer. Nein. Mal gucken. Tun sie mal wieder, oder? Ja. Und verpisst sich auch gleich wieder. Weil das mit dem Wasser könnte mir jetzt noch die einzige logische Erklärung sein. Was? Nee, oder? Lass mich in Ruhe. Komm ich das hier weg? Machen wir ja erstmal nicht. Ja. Hier waren ja die Glöckchen, ne? Ach, oh, da runter geht's. Hm.
Rätsel können. Wow, das ist wunderschön. Ah, das ist ein Knallkörper. Keine Kerze? Ne. Und anzünden kannst du sie auch nicht, ne? Mm-mm. Was ist das, der irgendwie tauschen können? Das sind Knallkörper. Was kannst du mit Knallkörpern? So hoch komme ich nicht, da komme ich nicht. Vielleicht jetzt wieder zu dieser komischen Puppe. Die wo runterhing. Mit dem Knallkörper, mit dem Feuer, keine Ahnung. Abrennen, verjuxen, keine Ahnung. Das sind so die einzigen Möglichkeiten, was man so, glaube ich, hat. Schlüssel habe ich jetzt auch gerade nicht. Ach ja, der Scheißraum. Genau was rum. Die Kette kann jetzt Wahnsinn, aber was nützt mir das jetzt gerade, wa? Eigentlich per Verschwendung. Ach, wir können jetzt eine Kerze anzünden, ne? Sobald du hier in diesen Raum reingehst, wa? Als würde er ihn voll beschützen. Keiner ist da. So, dann nehmen wir das Licht nicht vorne mal an. Kurz. Hä? Hä, wo ist die? Hä? Hier liegt aber nicht irgendwas da drauf oder so. Oder kann es jetzt diese komische Figur mit den Knallkörpern? Hier ist er sonst nicht. Dann ist der Raum erstmal clear. Ich sag mal clear für uns. Oh, hier, das ist der Raum. Hier auch an sich clear. Einzige, was mir jetzt einfällt, ist diese komische Puppe da hinten, ja? Da können wir ja auch nichts machen. Nö. Und das andere ist ja jetzt noch nach oben. Das geht aber auch nicht. Oder mit dem Knallkörper? Mit dem Knallkörper kann ich ja nichts machen. Hm. Wenn ich ihn aufhebe, dann komme ich ja nicht mehr raus. Das große Ding ist ein Knallkörper. Ja, was ich da aufhebe, ist ein Knallkörper. Das Problem ist, ich komme da nicht mehr raus. Und dann musst du die Vase da hinlegen, damit du da reinkommst. Genau. Und mir etwas anderes zu finden, auch vorteilhaft. Ja, du bist gebunden. Und nun? Was kann man mit dir anstellen? Soll ich ausräuchern? Meine Fresse, geht er mir auf die Eier. Daddy, das? Auch nur zu verstecken. Was hast du gerade so alles im Inventar? Nur den Rohrzucker? Streichholz?
Findest du irgendwas? Weißt du, das Feuer wurde gelöscht? Wir sehen ein scheiß fucking Deutsch. Okay. Was? Ming versteckt sich oft im Schrank, um andere zu erschrecken. Jiang Xin schützt ihn aber immer und gibt ihm Süßigkeiten. Ming ist zwar ungezogen, überlässt aber oft den Schlüssel zum Studienzimmer in den Händen der Gouvernanten Chen. Wieso komme ich hier denn? Bist du in einem neuen Abteil, hm? Freiheit. So, ich habe zwar neue Abteil gefunden, aber auch nicht gut weitergekommen. Du brauchst eine Art Bücher, wa? Oh, sind wir wieder da? Machen wir Nutzen? Ja, das ist nicht. Können wir das Buch noch vorher verschicken? So darf das ja nicht mehr runtertropfen. Rein theoretisch. In der Theorie testen wir einfach mal. King Song. Was ist das jetzt? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Genau. Nö. Nö. Aber hey, wir haben wenigstens ein Stück wieder weitergekommen. Hm. Müssen wir nur rausfinden, für was der Schlüssel ist. Das sieht ein bisschen bronzemäßig aus, oder? Ne, sind leider goldene, so wie es auch schon, oder? Nur noch was finden. Wäre Tür. Oh, allzu viele haben wir ja nicht an sich so Auswahl. Nicht mehr. Das könnte passen. Ne. Nicht dieser Schlüssel. Zumindest nicht da. Einfach mal alle Türen durchgehen, was? Irgendeine wird schon stimmen. Hoch kann ich noch nicht. Immer noch nicht, weißt du? Ich darf da keine hoch. Okay, da ist die Barriere. Nützt mir nicht viel. Der ist offen. Und wenn ich ihn jetzt runternehme, macht er bestimmt zu. Man kann ja nicht mehr runternehmen. Ja, lol. Ich kann mich verstecken. Keiner da, ich bin unsichtbar.
Will der jetzt nicht mal irgendwie abhauen? Ich muss erst den Weg hierher finden. Ist er weg? Steht er jetzt vor der Tür oder ist er jetzt weg? Ich fühle das jetzt gleich, weiß ich so. Jetzt Kuckuck. Ja, Mann. So weiß ich jetzt lang da lang war. Mhm. Da kam er dir ja dann gerade entgegen. Oh. Ich hinten mal ja noch einen. Nee. Hä? Da. Hä? Ist blöd, Mann. Oh. Ruf ich da durch? Ach komm jetzt. Immer speichern. Boah, lass mich speichern. Ist mir egal, ob der Speichercode oder irgendwie beim Over bei 300 ist, ist mir scheißegal, aber ich will nicht jeden Scheiß nochmal machen. Das ist noch eine große Flasche zu ziehen. Wo war das jetzt? Die war, ne? Die rote Tür war, da müssen wir jetzt rein. Oh Gott, oh Gott. Hallo. Und Himmel 2. Machen wir wieder so. Und tot. Verstecken. Schön. Und tot. Verstecken. Schlüssel. Nein, nein, nein. Denkst du, der lässt sich einfach mal mit der Stange verprügeln? Besessen von einem Geist, ja. Hat er mich nicht verarschen? Der wahrscheinlich das kannst du den nicht nehmen. Was? Kleiner Tipp, vielleicht nehmen wir mal den Eisenrohr mit. Der hat anscheinend davor Angst. Das sind Gebetsperlen. Die silberne Armbänder von mir ans Handgelenk scheinen schon vor der Adoption in seinem Besitz gewesen zu sein. Was sind das die Gebetsperlen? Oh, aber keine Links. Oh, da Mami, warte mal. Oh, fuck. Ich war gerade zurück. Oh, Mist. Und was kannst du jetzt mit denen machen? Kassettenschlüssel, wo waren jetzt die scheiß Kassette? Ich habe noch gar keine Kassette gefunden. Du? Schon mal die kleine. Ach, warte mal, da muss ich eigentlich. Die kleine? So wie jetzt. So, so und so, so, da war ich das Licht. Hinter dir? Nur kurz zum Safe-Room kommen. Oh, bin ich wieder hier. Okay, dann muss ich da lang. Ich wollte es gerade sagen. Nee, halt, falsch. Dahin will ich. Ja, von da aus war es ja praktisch und dann. Oh, Fleckchen.
An alle Regentage, also an allen Regentagen tritt der Regen aus dem Teehaus aus. Und ich höre sogar die Tropfen in der Ausstellungshalle. Das andauernde Plätschern ist unerträglich. Ich habe niemanden erlaubt, die Ausstellungshalle zu betreten, wenn ich allein da drin war. Ich kann ihn verstehen. Das ist genauso wie wenn man eine tickende Uhr hat. Das ist genauso widerlich. Schatz. So, jetzt habe ich zwei Dinge. Warum ist der Schrank offen? Kommt da gerade der andere? Ich diene dem Herrn. Seid ihr ein Kind? Ich habe hier gerade was Wertvolles gemacht. Wie ein Sohn für mich. Du hast ihn zerstört. Ich habe gar nichts gemacht. Du hast die Familie ihn zerstört. Nur weil ich dir jetzt ein Dach reingerammt habe? Das ist aber jetzt ein bisschen bitter, oder? Kommt jetzt oder nicht? Ah. So, und das andere Kettchen ist wahrscheinlich für den anderen Typ. Was schätzt du? Mhm. Hat der vielleicht irgendwas fallen gelassen oder sonst irgendwas? Schlüssel. Was ist denn Schlüssel? Den Raum komme ich ja nicht ohne Hasen. Aber hier hinten eigentlich noch eine verschlossene Tür. Guck nicht wahr. Nee. Weiß es nicht. Ach, hier war das mit dem Püppchen. Püppchen. Und dem Versteckschrank. Also sozusagen die Todeshalle. Na, da muss ich nicht hin. So, haben wir wieder schon mal einen Schlüssel mehr. Und das freut mich. Das heißt erstmal wieder. Ach hier, was ist denn Schlüssel? Sieht doch so aus. Boah, was für ein Zufall. Toll! Verarsche? Was habe ich jetzt die Schlüssel verwendet? Toll. Ich habe auch so das Gefühl, dass es gerade nur die einzige Tür war, die wo ging. Doch? Wüsstest du ja. Toll! Hahaha! Ups. Oh, nochmal was so schön war. Ach, schön, dass mir der komische Dämon noch gleich den Erlöser-Dolch gibt. Ist doch schön, oder? Ming! Lass mich in Ruhe! Ich hab dir was gegeben! Stirb! Ich wollte dich befreien, du blöde. Also helfen! Und dafür dankst du dich? Mich? Verwandlung. Sie hat ja gerade gemeint, die Madame macht ihr Angst. Oder hat er das gemeint? Toll, jetzt bin ich im Arsch. Oder hat er jetzt was fallen lassen irgendwo? Da kannst du jetzt die Karte nehmen.
Nein. Nö. Ich bin safe.